Auch ich darf Sie recht herzlich auf diesem 35. Bundestag der österreichischen Immobilien- und Vermögenssteuerhändler hier in Zell am See begrüßen. Salzburg bürgt wirklich immer für Qualität. Ich erinnere mich gerne zurück an 10 Jahre vorher in Anif, ein wunderschöner Bundestag gewesen. Ich bin überzeugt, dass auch Zell am See ein erfolgreicher und toller Bundestag werden wird. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe, alljährlich einen Bundestag für die Immobilientreuhänder zu veranstalten? Es hat sich herausgestellt, dass es äußerst wichtig ist, dass sich die Kollegenschaft einmal im Jahr trifft und Gelegenheit hat, sich auszutauschen. Es steht ja unter dem Motto global denken, regional handeln. Wie interpretieren Sie dieses Motto? Was heißt das in Ihrer Sicht? Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir in den einzelnen Regionen unsere Stärke der Immobilientreuhänder entsprechend einsetzen. Ich glaube, dass wir für die Wirtschaft einiges tun und natürlich regional einiges tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir global die Übersicht haben, aber in den einzelnen Regionen mit unseren Mitgliedern auch entsprechendes umsetzen. Auch diesmal gibt mir Ihr Bundestag wieder Gelegenheit, den aktuellen Stand der Wohnrechtspolitik etwas näher zu beleuchten. Eine Aufgabe, die gerade in diesen Tagen nicht ganz einfach ist. Frau Generaldirektor Dr. Rispasser wird jetzt ein Referat halten über Wohnbaufinanzierung im Wandel. Also ich glaube, die Aktualität des Themas hat uns überholt und ich würde daher den Bogen gerne ein bisschen auch außerhalb von Österreich spannen, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was uns alle jetzt am meisten interessiert. Und der Punkt ist, unsere eigenen Erwartungen bestimmen immer die Obergrenze dessen, was möglich ist. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen absolut der tiefen Überzeugung sind, dass Sie in diesem Jahr maximal Ihre Erträge um 0,5% steigern können, wissen Sie was? Sie werden Ihre Erträge auch maximal um 0,5% steigern. Was ist denn das Besondere an der Abendveranstaltung in der Kalaal? Ja, das Essen und Trinken und die netten Gäste, die man dabei trifft. Ne? Ist die Verpflegung dem Stand der Immobilientreuhänder angemessen? Ich denke schon. Wenn noch ein bisschen ein Nachschub kommt, dann geht es uns in der Branche wieder bestens. Wie gefällt Ihnen hier die musikalische Untermalung? Ja, zünftig. Gut, ja. Also das Besondere ist dieses ganz urige Etablissement da. Das ist wirklich original nachgebaut. Die musikalische Untermalung? Das ist, glaube ich, die Einzigen, die das genießen, sind wir. Weil die anderen, die kriegen davon überhaupt nichts mit, glaube ich. Das ist der Abschlussabend des 35. Bundestags der Immobilientreuhänder. Wenn ich Sie bitte, ein Resümee zu ziehen, was würden Sie sagen? Es war seit 10 Jahren einer der erfolgreichsten Bundestage, die wir je gehabt haben. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, vor dem Hintergrund von den letzten Nationalratswahlen, vor den Kapitalmärkten, die einbrechen etc., ist so ein Bundestag gefüllt von Kraft, vom Zusammenrücken der Kollegen geprägt, was ganz was Tolles. Ja.